Egal welches Thema gerade aktuell ist, immer wieder kursieren in den Medien auch Desinformation und Fake News zu dem, was die Menschen gerade bewegt. Falschinformationen verbreiten sich insbesondere im Internet rasend schnell und sind so gut wie nicht mehr zu korrigieren oder aufzuhalten. Eine Datenanalyse des Instituts für strategischen Dialog ISD zeigt, dass Fake News zum Thema Klima gezielt verbreitet werden, um Maßnahmen zum Klimaschutz zu verhindern oder zu verzögern. Dass das wirklich gezielt passiert, zeigt die Studie sehr eindrucksvoll am Beispiel der Weltklimakonferenz 2021. Die gezählten Tweets und Facebook-Posts, in denen offensichtlich Desinformation geteilt wurde, war während der Konferenz signifikant höher als davor oder danach. Wer in Zeiten von globalen Krisen und Kriegen wissentlich Desinformation teilt, der verfolgt eine klare Agenda, der will Unsicherheit und Hass verbreiten, Ängste schüren oder einfach nur hetzen. Als kommunizierender Klimaforscher bin ich nahezu täglich mit Desinformation konfrontiert und ich möchte euch deshalb in diesem Video anhand von Beispielen aus meinem eigenen Forschungsumfeld zeigen, wie ihr Fake News besser erkennen und gezielt aufdecken könnt. Dabei hilft dieses Akronym. PLERF. Das steht für Pseudo-Experten, Logikfehler, unerfüllbare Erwartungen, Rosinenpickerei und Verschwörungsmythen. Aber mal langsam und der Reihe nach. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit Hilfe von PLERF Desinformation gezielt auf die Schliche kommen könnt. Fangen wir also mal an mit P, wie Pseudo-Experten. Wissenschaftliche Erkenntnisse müssen nachprüfbar sein. Wer eine Theorie oder eine Behauptung aufstellt, ohne dass diese auf überprüfbaren Fakten basiert, der ist nichts weiter als ein Pseudo-Experte. Man muss ein Fachgebiet auch nicht studiert haben, um sich in einem Themengebiet besonders gut auszukennen. Hier geht es allein um die wissenschaftliche Arbeitsweise, die einer Theorie oder einer Behauptung zugrunde liegt. Beispiel: Diese Grafik hier wird von zahlreichen Experten verwendet, um den menschengemachten Klimawandel anzuzweifeln. Und tatsächlich, es sieht wirklich so aus, als wäre es die meiste Zeit der letzten 10.000 Jahre wärmer gewesen als heute. Und diesen kleinen Anstieg hier, den wollen sie uns jetzt als Klimawandel verkaufen. Tatsächlich zeigt diese Grafik aber gar keine globalen Werte, sondern nur Messungen, die an einem einzigen Punkt auf Grönland durchgeführt wurden. Außerdem endet sie im Jahre 1885. Daraus jetzt zu schließen, dass es heute auf der ganzen Erde keinen Klimawandel gibt, das ist mindestens mal methodisch inkorrekt. Grüße. Oder um es anders zu sagen, es ist einfach falsch. Das ganze Video zu diesem Thema könnt ihr euch übrigens hier nochmal in voller Länge anschauen. Zum Thema Pseudo-Experten zählt übrigens auch, dass eine solche wissenschaftliche Veröffentlichung nicht richtiger wird, nur weil angeblich viele tausende Experten sie unterzeichnet haben oder die These unterstützen. 2022 erklärten 1100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem Manifest, es gibt keinen Klimanotstand. Darin ist von der neuen Klimareligion und der Prophetin Greta die Rede. Kein echter wissenschaftlicher Experte würde diese Formulierungen benutzen. Zumal fast keine und keiner der 1100 Expertinnen und Experten wirklich in der Klimaforschung tätig ist. Wie gesagt, das heißt nicht, dass man sich in einem Gebiet nicht trotzdem gut auskennen kann. Aber dem jetzt Glauben schenken, nur weil es angeblich viele sind? Bitte nicht. Es kommt hier eindeutig auf die wissenschaftliche Arbeitsweise an. Nicht die Masse macht's, sondern die Qualität. Überprüfbare Fakten und eine nachvollziehbare Arbeitsweise. Logikfehler. Desinformation äußert sich häufig auch durch logische Fehlschlüsse. Wer bei seiner Argumentation zwar korrekte Informationen und Argumente anbringt, aus diesen aber falsche Schlussfolgerungen zieht, der begeht Logikfehler. Ein schönes Beispiel dafür ist diese Aussage. CO2 macht nur 0,04% unserer Luft aus. Ein solch kleiner Anteil kann doch niemals dafür verantwortlich sein, dass sich die Erde erwärmt. Solche und ähnliche Aussagen hört und liest man immer wieder von Klimaskeptikern. Der erste Teil ist dabei noch völlig richtig. Die durchschnittliche CO2-Konzentration in der Luft sind 400 Parts per Million, also nur 0,04%. Das ist offensichtlich ziemlich wenig.
Aus diesem Fakt wird nun aber abgeleitet, dass es aufgrund dieser geringen Konzentration keine Auswirkung auf die globale Erwärmung haben kann. Das ist aber ein Logikfehler, denn nicht alleine die Menge von etwas ist wichtig, sondern in erster Linie seine Wirkung. Und hier reichen eben schon wenige Moleküle des Treibhausgases CO2 aus, dass es auf unserer Erde wärmer wird. Das ist wissenschaftlich einwandfrei belegt. Auch wenn das Beispiel mit dem Klapperstorch wirklich ein alter Hut ist, passt es hier doch ganz gut. Aus den zwei korrekten Fakten, nämlich wenn es warm wird, kehren die Störche nach Europa zurück und im Sommer kommen in Deutschland die meisten Babys zur Welt, sollte ja auch nicht wirklich irgendjemand schlussfolgern, dass der Storch die Babys bringt. Die beiden Beispiele zeigen also eindeutig. Nur weil ein Teil oder vielleicht sogar alle Argumente korrekt sind und auf Fakten beruhen, heißt das noch nicht, dass auch die daraus gezogenen Schlüsse richtig sind. Wir müssen bei Schlussfolgerungen also immer darauf achten, dass sie keine Logikfehler enthalten. Jetzt geht's um U, wie unerfüllbare Erwartungen. Das Hinterfragen und Diskutieren von Forschungsergebnissen ist für die wissenschaftliche Praxis von großer Wichtigkeit. Wer dabei aber unerfüllbare Erwartungen an die Forschenden stellt, der begeht auch Desinformation. Im Falle der Klimaforschung ist das meistens der Satz: Ihr könnt ja nicht mal das Wetter der nächsten 3 Tage richtig vorhersagen, warum soll ich euren Klimamodellen für die nächsten 50 Jahre glauben? Das ist zum einen natürlich nicht vergleichbar, also in gewisser Weise auch ein Logikfehler. Andererseits werden hier an die Forschenden und an die Klimamodelle Ansprüche gestellt, die sie gar nicht leisten können und auch nicht leisten müssen. Denn die Klimamodelle haben ja nicht den Anspruch zu sagen, ob es am 20. August 2069 in Bielefeld sonnig ist oder ob es regnet oder schneit. Aber sie können Aussagen darüber treffen, wie sich zum Beispiel die Jahresdurchschnittstemperatur bis dahin entwickelt. Das heißt nicht, dass es dann an genau diesem Tag oder in dem Sommer 2069 unbedingt super heiß ist. Aber der Trend spricht dafür, dass es sehr wahrscheinlich ist. Und nichts anderes sagen die Klimamodelle. Dabei gibt es natürlich auch gewisse Unsicherheiten. Die gibt es bei Wettermodellen ja auch. Wenn ihr zum Beispiel den Wetterbericht anhört und der sagt, dass es morgen zwischen 28 und 32 Grad warm wird, dann liegt das an regionalen Unterschieden, aber eben auch an der Unsicherheit des Modells. 28 bis 32 Grad, das ist aber trotzdem eine relativ gute Prognose. Und niemand würde auf die Idee kommen, deshalb mit einer Winterjacke und einer Mütze vor die Tür zu gehen. Ganz schön warm. Und wie sehe ich überhaupt aus? Besser. Klimamodelle können heutzutage sehr genaue Projektionen zur Entwicklung der globalen Erwärmung in der Zukunft machen. Und trotzdem haben sie eine gewisse Unsicherheit. Ganz klar, diese eindeutig zu beziffern gehört auch zu einer wissenschaftlichen Arbeitsweise eindeutig dazu. Wenn dann aber trotzdem meistens Klimawandelleugner unrealistisch hohe Ansprüche haben auf deren Genauigkeit und ihre Glaubwürdigkeit deswegen in Frage stellen, dann ist das nichts anderes als Desinformation in Form von unerfüllbaren Erwartungen. Rosinenpickerei. Oder auch Cherry-Picking genannt, ist eine bei Wissenschaftsleugnern sehr beliebte Methode, um Desinformation zu verbreiten. Im Kontext des Klimawandels hört man deshalb immer wieder, dass es auch früher schon mal heiße Sommer gegeben hat. Zum Beispiel war das Jahr 1934 außergewöhnlich warm. Tatsächlich. Wer damit aber gezeigt haben will, dass es keinen Klimawandel gibt, der verschließt die Augen vor einer langzeitlichen Entwicklung. Das gleiche gilt auch für Fluten, Dürren oder andere Extremwetterereignisse, die es natürlich auch früher schon gab, aber deren Häufigkeit durch die globale Erwärmung eindeutig zugenommen haben. Auch in die andere Richtung funktioniert das übrigens sehr gut. Man hört immer wieder im Winter, wenn draußen Schnee liegt: Schaut doch mal, wie kalt es draußen ist. Ist das jetzt der Klimawandel, von dem ihr immer redet? Naja, offensichtlich ziemlicher Blödsinn, von einem herausgepickten Ereignis auf einen langzeitlichen Trend zu schließen. Das ist methodisch völliger Quatsch. Neben solchen als isolierte Beispiele bezeichnete Einzelfälle können aber auch herausgepickte Zeitintervalle für ein falsches Bild sorgen. Betrachten wir zum Beispiel mal den Zeitraum 1998 bis 2012. So macht es den Eindruck, dass hier die Temperaturkurve abflacht. Schauen wir jedoch auf einen längeren Zeitraum drumherum, so ergibt sich ein ganz anderes Bild.
Und wir sehen, dass es im Laufe der Zeit immer wärmer wird. Und auch, dass es nach 2012 eine globale Erwärmung gibt. Einzelne herausgepickte Ereignisse sagen also wenig über das Gesamtbild aus. Es ist wichtig, dass wir einen langzeitlichen Trend betrachten und nicht nur wie Rosinen oder Kirschen einzelne Zeitpunkte herauspicken. Verschwörungsmythen. Wenn Fakten nicht ins eigene Weltbild passen, dann stehen Menschen diesen erst einmal kritisch gegenüber. Das ist völlig in Ordnung. Wenn aus dieser Ablehnung aber Verschwörungstheorien entstehen, um sich nicht mit der Realität auseinandersetzen zu müssen, dann kann das ganz schnell ziemlich gefährlich werden. Beispiele gibt es ja viele. Von UFO-Sichtungen und Alien-Landungen über die Flache-Erde-Theorie bis hin zum Mythos, dass Elvis noch lebt. Das mag in diesen Fällen nur halb so schlimm sein, weil sie oft sehr, sehr absurd sind und von wenigen Menschen wirklich geglaubt werden. Wenn sich aber wissenschaftsfeindliche Mythen global ausbreiten, kann das für unsere Gesellschaft in einer Zeit der Krisen und Kriege zu einem echten Problem werden, da einfach zu viele Menschen durch die Fake News falsch informiert sind und dementsprechend handeln. Jetzt aber mal Klartext. Haben sich Klimaforscherinnen und Klimaforscher die globale Erwärmung nur ausgedacht, um ihre Jobs nicht zu verlieren und weiter viele Millionen an Forschungsgeldern einzuheimsen? Natürlich nicht. Aber wie beweist man, dass es nicht so ist? Das Skurrile und fast schon Lustige an Verschwörungstheorien ist ja, ich kann mir ausdenken, was ich will. Beweisen muss ich das nicht. Ist eben so. Aber beweist ihr mir doch mal, dass ich nicht recht habe. Gar nicht so einfach. Trotzdem gibt es für unser Beispiel, dass sich die Klimaforschenden angeblich die globale Erwärmung ausgedacht haben sollen, ein paar gute Gründe, warum es nicht so ist. Zum einen wäre das unglaublich schwierig zu organisieren. Vor allem komplett ohne, dass jemand es herausfindet oder als Aussteiger dieses Geheimnis ausplaudert. Außerdem, wenn es WissenschaftlerInnen darum ginge, richtig viel Geld zu verdienen, dann wäre es eigentlich schlauer, wenn sie mit ihrer Forschung zeigen würden, dass der Klimawandel nicht durch menschliche Aktivität verursacht ist. Für solche Studien zahlt die Mineralölindustrie sehr, sehr viel Geld. Somit wäre ja auch das Gegenteil der Verschwörungstheorie deutlich lukrativer. Und das in meinen Augen wichtigste Argument: viele Forschungsergebnisse sind nun schon einige Jahrzehnte alt und es hat sich in der Realität gezeigt, dass sich die getätigten Vorhersagen als zutreffend erwiesen haben. Fazit: Verschwörungsmythen können faszinierend sein. Und in der Tat wäre es ja irgendwie eine kleine Sensation, wenn Elvis mit fast 90 Jahren irgendwo in Buenos Aires eine Strandbar betreibt. Aber wer wissentlich Verschwörungstheorien verbreitet, zum Beispiel zum Klimawandel, der verfolgt eine klare Agenda. Wir haben nicht nur während der Corona-Pandemie gesehen, dass solche Fake News und Verschwörungsmythen zu einer Zerreißprobe für unsere Gesellschaft und unsere Demokratie werden können. Wir haben nun die 5 Kategorien von Plurf, von Desinformation und Fake News, kennengelernt. Es ist also Zeit für ein kurzes Fazit. Fallt nicht auf Pseudo-Experten herein, auch nicht, wenn es vermeintlich viele sind. Nicht die Masse macht's, sondern allein die Inhalte und deren Nachprüfbarkeit. Und wenn ein Teil oder vielleicht sogar alle Aussagen auf Fakten beruhen, heißt das noch nicht, dass die daraus gezogenen Schlüsse korrekt sind. Dann werden meist Logikfehler begangen. Lasst euch auch nicht von Menschen verunsichern, die eine unrealistisch hohe Genauigkeit von wissenschaftlichen Aussagen fordern. Diese Menschen werden sich nie überzeugen lassen. Passt auch auf bei Rosinenpickerei bzw. Cherrypicking. Einzeln herausgesuchte Ereignisse sagen über das Gesamtbild und den globalen Trend meist nur wenig aus. Und Verschwörungsmythen, naja, meist sind das ziemlich steile Thesen. Mit ein bisschen gesundem Menschenverstand kann man die meisten Theorien relativ schnell ad acta legen. Die wunderbaren Illustrationen der 5 Titelkärtchen stammen übrigens von meiner lieben Kollegin Dr. Sophie Elschner. Ihr WISCOM-Projekt Psychosoph solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. Ich habe es euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr findet dort tolle Wissenschaftscomics zu den Themen, warum wir gähnen oder was eigentlich der Overview-Effekt ist. Schaut auf jeden Fall dort mal rein. Ich hoffe also, dass ihr in Zukunft mit Hilfe von Plurf, Fake News und Desinformation auf die Schliche kommen könnt. Denn es ist wichtig.
Denn wenn nicht beruhend auf den besten wissenschaftlichen Erkenntnissen, sollten wir die wichtigen Entscheidungen für eine klimafreundliche und nachhaltige Zukunft treffen. Beim Klimawandel bleibt uns dafür nämlich nicht mehr viel Zeit. Time is up.